Grüß euch! Heute geht es bei mir um selber gemachte Hautpflege. Ich zeige euch zwei Sachen, nämlich was ich für mein Gesicht verwende und was ich für meinen Körper verwende. Und ich verwende schon viele Jahre keine so konventionellen Cremes mehr, weil die enthalten viele unnotwendige Chemikalien, die einerseits an Tieren getestet werden haben müssen und andererseits nichts auf meiner Haut verloren haben. Ich verwende entweder, wenn ich es nicht selber mache, aus dem Bioladen eine Naturkosmetik oder ich sage einmal zu 80% einfach Sachen, die ich daheim habe in meiner Küche in Wahrheit. Das, was auf meine Haut kommt, könnte ich theoretisch essen auch. Die Basis davon stellen eine biologischen Pflanzenöle dar. Und zwar, das ist interessant, weil ich habe prinzipiell eine fettige Haut, die zu Unreinheiten neigt, habe früher auch wirklich Probleme mit Pickeln und Akne gehabt. Und mir hat einmal eine Kosmetikerin gesagt, dass sie auch bei so einer fettigen Haut große oder gute Erfolge macht mit Pflanzenölen, wenn man das Richtige hat. Es gibt dort Unterschiede und ich werde euch auch im Artikel ganz genau beschreiben, welches Öl für welchen Hauttyp gut ist. Aber auf jeden Fall habe ich nach dieser Aussage von der Kosmetikerin einmal nachgelesen und habe tatsächlich Erfahrungsberichte entdeckt, wo Leute das schildern. Also egal welchen Hauttyp, dass sie wirklich gute Hautpflege mit Ölen machen selber. Und dann habe ich auch damit angefangen, habe einige Öle getestet und jetzt für meinen konkreten Hauttyp habe ich eins gefunden, was mattierend wirkt, was den Talgfluss ausgleicht. Also Öle bringen irgendwie so den Stoffwechsel der Haut wieder ins Gleichgewicht. Auf jeden Fall hat sich meine Haut mit diesem Öl unglaublich gebessert. Und dieses, mein Lieblingsöl für die Gesichtshaut, ist das Traubenkernöl. Wie gesagt, mattierender Effekt, für fettige Haut gut. Auch das Chiaöl oder Chiaöl mag ich gern, aber die zwei wechsle ich hauptsächlich ab fürs Gesicht. Da kommen dann noch ein paar Wirkstoffe dazu. Ich tue gern Propolis hinein, Propolistropfen und Lavendelöl, ätherisches. Und da ist ganz wichtig zu sagen, das muss man aus Bio-Umbau nehmen. Also ich habe zum Beispiel das Propolisöl und die ätherischen Öle verwende ich von Sonnentor, ist eine österreichische Biofirma. Und meine ganzen Öle beziehe ich auch von einer österreichischen Ölmühle, nämlich Fandler. Kennt's bestimmt. Und für den Körper verwende ich, also das ist mein Gesichtsöl, das zeige ich euch dann geschwind, wie man das zermischt. Ist überhaupt keine Hexerei. Für den Körper habe ich aber gerne ein bisschen eine festere Konsistenz, weil es sind noch größere Flächen zum Einschmieren und da ist es mit dem Öl oft einmal ein bisschen umständlich. Also da mache ich eine Salbe mit Bienenwachs und Kakaobutter noch zusätzlich. Das sind zwar nicht nur konsistenzgebende Zutaten, sondern sie haben auch Wirkungseigenschaften. Das Bienenwachs haltet die Feuchtigkeit in der Haut und macht einen schönen Schutzfilm. Das heißt, beim Skifahren kann man so eine Salbe ins Gesicht tun, ist überhaupt kein Thema. Aber ich mag es lieber nicht so gerne im Gesicht, eben wegen meiner fettigen Haut. Ich habe es aber gerne am Abend, zum Beispiel schmiere meine Füße und Hände mit so einer Bienenwachssalbe gern ein. Das irgendwie sind dann in der Früh, sind die Hände und die Füße dann total weich. Und auch wenn man rissige, sehr trockene Stellen hat, kann man, also tut das gut. Und das gleiche mit der Kakaobutter, die vor allem bei Schwangerschaftsstreifen, so Dehnungsstreifen, ganz gut zum Einsatz kommt, weil sie die Haut sehr elastisch und geschmeidig macht. So, jetzt habe ich viel geplappert, jetzt zeige ich euch einmal ganz geschwind mein Gesichtsöl. Ich habe, daher schauen, was brauche ich dazu? In Wahrheit, ein paar hitzebeständige Gefäße. Das können Porzellanschalen sein oder eben, ich habe ganz professionell mit Messangabe so eine feuerfesten Gläser. Und was oft auch praktisch ist, sind diese Schnabberlandl. Und dann habe ich natürlich Sachen, also Gläser, wie sagt man da, wie heißt das? Tiegel, wo ich dann das fertige Produkt rein tue, in verschiedenen Größen. Da habe ich Flaschen. Sehr gut sind da diese braunen Gläser, weil gerade diese Öle, die Fülle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben, sind lichtempfindlich und entweder stellt das in ein Schrankel rein oder eben in so ein dunkles Glasl. Und und dann brauchen wir irgendwas zum Umrühren, ich nehme einen Löffel. Wichtig ist, dass das alles steril ist. Das heißt, entweder du das mit kochendem Wasser steril machen oder mit hochprozentigem Alkohol. An 80% Korn oder von der Apotheke einfach zum Sterilisieren an Alkohol. Ja, das sind die wichtigsten Sachen. Und noch was. Ich habe mir jetzt so eine Waage gekauft, die misst 10 Gramm. Das ist schon praktisch. Die kostet nicht die Welt, kann man im Internet bestellen oder kriegt man sicher in irgendeinem Laden auch.
Das ist wichtig, beziehungsweise wenn man mal Erfahrung hat, ich verwende sie dann gar nicht mehr so oft. Aber jetzt für euch so auch zum Vorzeigen und für den Anfang macht sich so eine Waage ganz gut. So, also jetzt sage ich euch mein Gesichtsöl. Das Gesichtsöl mische ich in kleine Flaschen ab. Ich habe da 20 ml zum Beispiel, weil nämlich die Hauptflaschen, die stelle ich im Kühlen und Dunklen in die Küche und das habe ich dann im Badezimmer stehen. Und das mische ich immer, wenn ich es halt wieder brauche. Also ich nehme mein geliebtes Traubenkernöl und mache das einmal so halbwegs voll. Ein bisschen Platz brauchen wir oben. So. Gut, ist natürlich so ein kleiner Glastrichter, wenn ihr sowas habt. Ich bin dabei noch ohne ausgekommen. So, Propolis-Tropfen. Dazu ist zum Sorgen. Wichtig aus Bio-Anbau. Weil nämlich, das hat mir mein Bio-Imker gesagt, von dem ich dieses Bio-Bienenwachs habe, es sammeln sich die Giftstoffe, also Pestizide und so, gar nicht so extrem im Honig, sondern in den Produkten wie dem Wachs in dem Propolis. Deshalb ist es da ganz speziell wichtig, dass man da auf ein gutes Bioprodukt achtet. Also ich habe jetzt da mein Öl reingetan. Jetzt kommen ein paar Tropfen vom Propolis, also ich tue da auf diese, das wenn es sein jetzt 18 ml, kommen ja, 8 Tropfen, glaube ich, waren das. In etwa. Und weil, also Propolis, das gilt ja als das Antibiotikum aus der Natur sozusagen, wirkt antibakteriell, was für meine Pickel eben sehr, sehr gut ist. Und das gleiche eigentlich mit dem Lavendel. Also ein ätherisches Bio-Lavendelöl. Bitte dann sparsam umgehen. Da reichen 2 Tropfen auf diese Menge. 1, 2. Das Lavendel, der Lavendel wirkt auch antiseptisch und beruhigend. Und also ich mag einfach den Geruch, den liebe ich heiß. So, das mache ich jetzt zu und schüttel es. Und die Geschichte hat sich. Das ist meine Pflege. Wichtig ist dazu sagen, es reichen 2-3 Tropfen für Gesicht, Hals und Dekolleté. Aufgetragen wird das aufs feuchte Gesicht. Das ist ganz eine wichtige Sache, weil wenn das Gesicht noch feucht ist und das Öl draufkommt, bildet sich eine Emulsion und die kann viel besser in die Haut einziehen. Wenn ihr Öl auf die trockene Haut gebt, habt ihr oft einmal den Effekt, dass es austrocknet die Haut. Das ist ganz witzig und nicht erwünscht. Also immer auf die feuchte Haut. Das kann noch vom Waschen sein, das Wasser einfach, oder ihr reinigt das Gesicht, trocknet es ab und gebt dann beispielsweise einen Melissentee oder einen Kamillentee für Beruhigung oder einen Grüntee für belebende Effekte rauf. Also tauche einfach meine Finger in den Tee ein, meine sauberen Finger, befeuchte das Gesicht und dann schmiere diese 2-3 Tropfen aufs Gesicht und massiere sie circa 1 Minute ein. Das Einmassieren ist auch ganz gut und wichtig, weil sowohl die Haut als auch die Muskulatur dann besser durchblutet durch die Massage. Ja, also das ist einfach wichtig und gut zu bedenken, dass man es auf die nasse Haut gibt. Das ist mein Gesichtsöl.